Popcap präsentiert. Willkommen zurück. Bejeweled 3. Ja. Herzlich willkommen zu einem, na, ich sag mal, kleinen Let's Show. Zeig mal, was du so in deiner Freizeit so zockst. Ja, ich habe mich jetzt mal dafür entschlossen, euch das Spiel Bejeweled 3 zu zeigen. Ich habe selber natürlich auch schon ein bisschen gezockt und ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal, weil es gibt das ganze Spiel momentan auch kostenlos auf Origin. Und da habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht, zeige ich euch das einfach mal. Das kann man ja durchaus mal machen. Ja. Wie man sieht, habe ich mich tatsächlich dazu durchgerungen. Und ja, relativ simples Spielprinzip. Immer drei von einer Farbe zusammenpacken. Hier sind es halt nun mal Diamanten, kennt man vielleicht auch aus der Candy Crush Saga. Da gibt es den ganzen Kram ja auch. Und es gibt auch hier, wie in den meisten anderen Spielen, solche Sondersteine, so wie hier jetzt zum Beispiel. Da habe ich jetzt über Eck tatsächlich was gebaut, also was gebildet, was gesprengt. Und dann habe ich jetzt so einen Sternstein gekriegt. Wenn ich jetzt hier vier Orangefarben wegkreuze, dann habe ich hier so einen tollen Flammenstein. Steht das in einer Reihe aus vier Steinen. So. Ja, und das Ganze auch nochmal in Weiß. Und wenn man die dann wegsprengt, dann haben wir auch noch solche tollen Special-Effekte. Die Flammensteine explodieren. Diese Kreuzkombinationssteine, die erzeugen also solche Blitze in drei, normalerweise in alle vier Richtungen. Da war es gerade eben in der Ecke, deswegen nur zwei, beziehungsweise drei Richtungen waren es, glaube ich. Und ansonsten geht es halt eigentlich nur darum, Punkte zu sammeln. Das ist halt so dieser klassische Modus, den man ja auf jeden Fall kennen sollte. Es ist halt nun mal nicht gerade spannend, aber man weiß halt nun mal, was zu labern ist und ja. Was lässt sich denn gerade so Tolles erzählen? Ich weiß gar nicht. Ja. Eigentlich nutze ich das Spiel ja eigentlich so ein bisschen als Infovideo. Was hätte ich denn noch vorne? Schon verkackt. Das ist natürlich super. Ja. Ja, ich hatte mir das eigentlich hier so ein bisschen rausgenommen als Dingens. Als, ja, ich sag mal so, als Infovideomaterial für meinen Kanal, weil ich wollte euch jetzt einfach mal darüber im Laufenden halten, dass eben halt bei mir mein alter Computer, der hat es leider nicht mehr am Leben gehalten, wie ich so freundlich sage. Keine Ahnung, woran das liegt, ist mir eigentlich auch relativ schnurz. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Motherboard nicht mehr funktioniert und ich deswegen auf einen anderen Computer umsteigen musste. Das ist momentan hier ein ungerüsteter Computer, XP. Grafikkarte ist nicht so mega top. Was hier eventuell Ruckler angeht, das liegt daran, dass ich momentan im Hintergrund auch noch rendere. Ja. Das war eigentlich nur so als Info-Video gedacht, damit ihr halt wisst, erstens, ja, ich produziere noch Videos. Zweitens, ja, ich habe in den letzten Wochen nichts hochgeladen. Drittens, heute kommt auf jeden Fall schon was. Ich habe sogar heute schon was hochgeladen. Wenn ich diese Folge hier hochlade, habe ich wahrscheinlich eh schon noch ein paar Videos hochgeladen. Aber egal. Ja. Und zudem wollte ich euch eigentlich mal dieses wunderschöne Spiel Bejeweled 3 einfach mal vorstellen. Das ist halt, gerade für den Zeitvertreib, wenn man mal irgendwo eine halbe Stunde oder so zu überbrücken hat und mal am Rechner ist, dann kann man das eigentlich schon mal machen. Weil es halt sich wirklich lohnt. Weil du halt einfach irgendwas total, ich sag mal in Anführungszeichen, Sinnloses hast. Und du beschäftigst dich, du bist ein bisschen in der Konzentration gefordert, Entschuldigung. Und, ja. Du hast halt ein bisschen was zu tun. Du bist halt nicht nur stupide irgendwo am YouTube-Videos gucken oder so.
hat sich jetzt irgendwie falsch angehört, ich glaube, wieder am YouTube-Videos kommt. Nein, es geht eigentlich mehr darum, dass man halt auch mal was für den kurzen Spielbedarf für den Spielbedarf zwischendurch. Der Spielbedarf zwischendurch ist damit gedeckt. Und das Spiel kann man halt auch wirklich mal für 2,5 Minuten anwerfen. Und ja, du hast dann halt direkt ein Spiel, was du so dann so denken kannst, yes, das zockst jetzt erstmal nur so für so ein paar Minuten. Und die Zeit ist trotzdem halt effektiv genutzt und ja. Man sitzt halt zum Beispiel nicht vor diesem YouTube-Video und guckt es sich an, wie ich hier sinnlos rumklicke auf dem Bildschirm. Irgendwelche Kombinationen hier wegsprenge und man selber eigentlich macht nichts. Sondern guckt sich das einfach nur an. Und ja, das phänomenal mega spannende ist es jetzt natürlich nicht, aber ich möchte hiermit vielleicht auch schon mal anteasern, es könnte noch passieren, dass wenn tatsächlich jetzt das nächste Update kommt, dass ich vielleicht sogar noch ein anderes schönes Gratisspiel von Origin Let's Playen werde. FIFA World, das könnte passieren. Momentan läuft es bei mir nicht, weiß ich nicht warum. Vielleicht liegt es an der etwas älteren Grafikkarte, keine Ahnung. Ja, das wird sich dann zeigen. Aber was ich jetzt halt noch vorhaben werde, wenn ich das Spiel dann endlich besitze, ist noch ein letztes Point-and-Click-Adventure mit einem sehr interessanten Titel, was ich aber jetzt nicht so sehr vorwegnehmen möchte. Könnt ja mal ein bisschen rumraten. Ja. Ich sag halt nur dazu, das ist Point-and-Click-Adventure. Ich freue mich persönlich sehr über den Titel. Ist dann, wenn ich es playe, nicht mehr der allerneueste Titel, aber sagen wir so, er ist immer noch neu genug. Und zumal mir jetzt auch noch kein Let's Play von irgendeinem größeren Let's Player, von einem der ganz großen Let's Player bekannt ist, der sich diesem Spiel gewidmet hat. Na, mal schauen. Ich hoffe, das findet auch regen Anklang, weil das, was ich bisher von dem Spiel gesehen habe, sagt mir zumindest für mich persönlich auch der Humor in diesem Spiel sehr gut dabei ist. Also sehr schön ist, der Humor ist klassisch, sarkastisch, gut. Ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Es würde mich auch freuen, wenn ihr euch darüber freuen wollt. Was ich für ein Spiel ist, teaser ich vielleicht nochmal in irgendeinem anderen Spiel. Was Tropico 4 angeht, habe ich mich dazu entschlossen, Tropico 4 nicht rauszuhauen. Aus dem Grund, dass Tropico 4 zum einen auf dem anderen Computer installiert war und zum anderen mir aber auch die Videos meinen hohen Qualitätsstandards nicht genügt haben. Wenn ich selber mit den Videos nicht zufrieden bin, dann fühle ich mich halt auch nicht in dem Stande, die rauszuhauen. Das tut mir also leid für alle, die sich da eventuell drauf gefreut haben, glaube ich aber eher weniger dann. Aber wenn ich selber mit den Videos nicht zufrieden bin, dann lohnt sich das für mich auch nicht, die rauszuhauen, weil eigentlich möchte ich ja meine YouTube-Videos so produzieren, dass ich selber sagen würde, ja, das würdest du dir angucken. Und nicht so von wegen, ja, hier spiele ich einfach mal irgendwas, ja, Hauptsache irgendwo findest du ein paar Views. Nein, ich habe da schon so ein paar Qualitätsstandards, die eingehalten werden müssen. Also von daher, nicht wundern, wird nicht kommen. Tropico 4 war ganz nett so zum Singleplayer und so, aber so als Aufnahme, ich denke, das
würde auch irgendwann langweilig, weil ich hatte mich jetzt da, glaube ich, für den Sandkastenmodus entschieden und ja, das ist nicht gerade so das Spannendste. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach mal Nein zu sagen zu diesem Let's Play und dann eben halt sozusagen von wegen, ja, haust du das halt mal nicht raus, sondern machst was anderes. Ja. Momentan bin ich auch wieder so ein bisschen auf der Suche nach Games. Minecraft läuft garantiert auch demnächst noch wieder weiter. Ich habe heute ein paar Blockern draus gehauen. Bin mal gespannt. Heute werde ich garantiert noch einen anderen Teil raushauen, wo ich nochmal eine Servervorstellung mache. Von Diacraft. Irgendwo der dritte Teil der Servervorstellung oder so. Ja. Level beendet. Leider musste ich auch in der letzten Zeit feststellen, dass ich tatsächlich Abonnenten eingebüßt habe. Keine Ahnung warum. Finde ich schade. Wenn es dafür gute Gründe gab, dann klar, geht in Ordnung, aber finde ich trotzdem schade. Und was ich jetzt auch nicht so ganz verstanden habe, ich habe, bevor mein Laptop jetzt kaputt gegangen ist, habe ich relativ viel Videomaterial noch rausgehauen. Ich glaube, 2 Folgen Minecraft habe ich rausgehauen gehabt und noch eine Runde Blockhand hatte ich irgendwo rausgehauen und ich weiß nicht, noch irgendwas anderes. Und das insgesamt fand aber dann zusammen noch weniger Anspruch als davor die schlechteste Folge. Ich glaube, alle 3 Videos zusammen hatten irgendwo so knappe 20 Aufrufe insgesamt. Das finde ich dann doch schon ein bisschen schade, muss ich sagen, weil es kostet mich ja auch Arbeit und Zeit und was nicht mit dem Tralala. Ja, ist einfach schade, tut mir leid. Muss einfach mal gesagt werden. Ja. Ich hoffe tatsächlich, dass vielleicht sich auch meine jetzigen Abonnenten, egal wer sich da jetzt gerade angesprochen fühlen mag, oder auch der jetzige Zuschauer, der gerade mal hier zuschaut, rein zufällig, dass gerade du, der du jetzt hier vor diesem Rechner sitzt und dir dieses Let's Play anschaust, beziehungsweise dieses Let's Show, gerade du solltest neue Abonnenten werben. Nein, ich bin eigentlich nicht so abonnentengeil, aber es gibt einem Selbstmotivation, wenn man mehr Abonnenten hat. Ich mache das hier immer noch zum Spaß, aber warum solltest du, der du dir dieses Video anguckst, nicht was tun? Wenn du dieses Video gut findest, dann unterstütz mich doch. Unterstützung kann ich immer gebrauchen. Ja. Ist halt schon sehr nice, wenn man sich das mal so überlegt, wenn ja, sehr nett. Entschuldigung, ich arbeite manchmal mit Englisch. Ja, würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Unterstützung erfahren würde, zumal ja, ich sag mal so, als kleiner Let's Player wirklich, wo ich ja jetzt wirklich noch ganz am Anfang stehe, ja, da hat man dann halt schon mal so ein bisschen Probleme, sich durchzusetzen. So, jetzt möchte ich euch noch kurz einen anderen Spielmodus vorschlagen, zeigen, Blitzschlag, sammle Zeitsteine, um Bonusrunden zu erhalten, und das zeige ich jetzt einfach mal. So, dann wollen wir nochmal loslegen. Ja, es ist halt einfach schade, wenn man sich selber diese Mühe macht, wenn man sich selber denkt, yo, das wäre doch jetzt mal wieder was für die Abonnenten. FIFA 10 hin oder her ist jetzt nicht unbedingt das Mega-Game. Möchte ich mich auch gar nicht mit euch drüber streiten, aber was ich schade finde, ist dann auch zum Beispiel, dass ja, selbst Minecraft als nun ja wirklich nicht schlechtes Game.
dass da trotzdem dann die Viewzahlen nach unten gehen. Und dass sowohl die Videoqualität ja sogar besser wird. Und das verstehe ich dann halt nicht so ganz. Ich habe ja schon zumindest damit gerechnet, dass irgendwie durch die erhöhten Upload-Mengen irgendwie besser wird oder so. Aber dem war ja doch nicht mal. Dem war ja noch nicht mal so. Und das ist dann halt einfach schade. Wenn man sich die ganze Mühe macht und Hi-Ti-Tai und tralala und man sitzt hier vor dem Computer, zockt irgendwelche Games, möchte euch irgendwas zeigen, vielleicht sogar aus seinem Leben und möchte euch was präsentieren und ja, im Prinzip interessiert es keinen, weil es ignoriert wird. Das ist dann halt wirklich einfach extrem schade. Ja. Ja. Tut mir leid, aber das ist nun mal so. Ja, Zeit ist um. Dann haben wir jetzt noch die Bonus... Ach nee. Letztes Hurra war auch nicht so viel. Naja, 80.000. Oh, fast 50.000 in der zweiten Runde. Naja. Ja, jetzt mache ich nochmal einmal Falter. Fortsetzen. Ja, ist einfach so. Tut mir leid, aber es muss raus. Denn so wie es momentan ist, kann es nicht weitergehen. Kann es schon, aber es wäre halt schon mein Wunsch, dass es besser gehen würde. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so utopisch. So, während ich hier zocke, habe ich ganz vergessen, euch diesen Spielmodus zu erklären. Deswegen tue ich das jetzt einfach nochmal nachträglich quasi. Ja, dieser Spielmodus hat hier solche Juwelenschmetterlinge. Und dadurch, dass man die in solchen Verbindungen wegsprengt, soll man sich halt darum kümmern, dass die nicht oben von der Spinne gefressen werden, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, darum geht es hier im Prinzip in diesem Spielmodus. Das ist jetzt natürlich scheiße. Und da habe ich keine Chance dran zu kommen. So schiebe, dann kann ich hier so schieben und habe ich den noch befreit, Gott sei Dank. Da habe ich jetzt aber echt nochmal Glück gehabt. Ja, zu meinen Videos habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Das hat sich dann jetzt mittlerweile auch gegessen. Ich denke, wir können tatsächlich... Ich kann garantiert für euch super tolle Videos produzieren, aber das geht natürlich auch nur, wenn die dann auch geguckt werden. Wenn die nicht geguckt werden, dann kann ich mir das auch sparen, beziehungsweise ich werde es dann trotzdem tun, weil bockt sich einfach. Es ist einfach lustig. Naja, aber es ist halt schon schade, wenn quasi die ganze Arbeit umsonst ist. Ja, das tut mir leid, dass ich das jetzt in diesem Video hier in so harte Worte verfangen wollte, wo ich das eigentlich hier als Intro-Video und jetzt, jetzt zeig ich doch mal, machen wollte, aber was sein muss, muss sein. Naja, auf jeden Fall Bejeweled 3, wie man sieht, ganz nettes Spiel, lohnt sich durchaus, wenn man Spaß an solchen Spielen hat. Wie gesagt, der ideale Freizeitvertreib für eben mal eine halbe Stunde oder so.
Oder auch mal ein bisschen länger. Aber so... Wobei ich glaube, ewig könnte man dieses Spiel ja auch nicht zocken. Das geht einem dann, glaube ich, doch auf die Nerven so ein bisschen. Wobei, wer weiß. Das ist halt wirklich sehr schön, sehr akkurat, sehr einfach. So, jetzt bin ich gerade immer überlegen, was ich mit euch noch diskutieren könnte, beziehungsweise wo ich mich jetzt noch zu äußern könnte hier in diesem Let's Play. Ich will jetzt hier auch nichts mega Politisches aufgreifen. Das tue ich noch in meinem Minecraft-Let's Play, das werdet ihr alles noch erleben. Das tut mir auch total leid, diese Folge. Dauert aber noch. Bei Minecraft bin ich ja doch in elender Überproduktion. Noch von meinem alten Rechner aus. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat auch dieses Video gefallen, auch wenn diesmal tatsächlich ein ernsteres Thema angeschnitten wurde. Beziehungsweise behandelt wurde. Ja. Wie seht ihr das Ganze zum Beispiel jetzt mit den Videos? Könnt ihr vielleicht meine Meinung verstehen oder so? Finde ich auch mal ganz interessant, euer Feedback dazu zu hören. Danke schon mal im Voraus und ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr gespannt auf euer Feedback. Ebenso zu dem ganzen Zeug steht. So, und jetzt hat sich das Ganze eh erledigt, aber egal. Kann ich hier noch nicht mal absichtlich verlieren, ne? Naja, egal. Nein, so wie es aussieht, kann man ihn nicht absichtlich verlieren. Naja, egal. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich gar nicht so viel. Würde mich halt freuen, wenn es tatsächlich auch Leute gibt, die Werbung machen würden für meinen Kanal. Weil ich für meinen Teil bin natürlich leicht beschäftigt. Schließlich bin ich auch immerhin noch Schüler. Deswegen hat man da nicht die Massen an Zeiten, aber... Jetzt hat sich erledigt. Nein, schon wieder nicht. Das kann man nicht an der falschen Stelle machen. So, jetzt hat sich erledigt. So. So, ein paar Abzeichen gesammelt. Könnt ihr sogar tatsächlich mal sehen, wie ich aufsteige im Rang und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Trotz dieses doch extremen Wertes, trotz dieses extremen, ja, wie soll ich sagen, trotz dieses extremen Wortes an euch, hoffe ich doch, hoffe ich doch, dass wir trotzdem noch zusammen hier weiterarbeiten können und bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis demnächst. Tschüss!